1, jetzt. Ja, und wie gesagt, sind wir direkt wieder da. Nimputz steht schon in den Startlöchern, um uns Sonic Air 100% zu zeigen. Viel Spaß. Danke. Oh, er hat uns zugewunken. Ich winke zurück. Man sieht mich zwar nicht, aber egal. Ja, hi, ich bin Nimputz. Ich bin hier wieder mit Veni und ich bin hier, um für euch Sonic R zu spielen. Das Spiel kam original auf dem Sega Saturn raus. Das ist allerdings die Version auf dem GameCube. Die kriegt ihr als Teil von Sonic Gems Collection. Finde ich, ist die angenehmste Version, dieses Spiel zu spielen. Und ja, ich mache die 100%-Kategorie. Also, wir sehen hier, ich gehe nochmal kurz in die Optionen. Man kann hier Dinge umschalten. Das, was wichtig ist für diese Kategorie, ist das Wetter. Was ich brauche erstmal für die Kategorie ist Clear, also dass es immer schön sonnig bleibt. Das ist nicht nur, dass es zu den Lyrics von dem Lied besser passt, was ihr dann nachher hören werdet. Das ist auch tatsächlich eine Strat, die wir brauchen. Da komme ich dann später noch dazu. Aber ja, jetzt gehen wir in den Grand Prix-Modus. Ich wähle Knuckles aus als ersten Charakter. Und ich fange auf dieser Strecke an. Reactive Factory. Gibt es 5 Strecken insgesamt. Und ja, die ersten 4 sind schon freigeschaltet und die letzte kriegt man dann am Ende. Und der Run beginnt in 3, 2, 1, los. So. Viel Erfolg. Danke. So, also ihr fragt euch jetzt bestimmt, Sonic R, das ist doch ein Rennspiel, oder wie kriegt man da 100%? Naja, zum einen, um das Spiel zu beenden, muss man natürlich die Rennen gewinnen. Aber um dann 100% zu kriegen, muss man, ihr seht, wenn ihr rechts unten auf der Karte guckt in das Spiel, das ist ein Riesenhaufen Spaghetti, dem man nicht gut folgen kann. Es gibt sehr viele alternative Pfade auf diesen Strecken, wo überall unterschiedliche Dinge versteckt sind. Das sind in jeder Strecke 5 Sonic Tokens, das sind diese großen Münzen mit Sonics Gesicht drauf, und 1 bis 2 Chaos Emeralds, und die muss man eben alle einsammeln. Und viele davon sind versteckt hinter Ringtoren, das heißt, man muss eine gewisse Anzahl Ringe sammeln, um da durchzukommen. So, ich gehe jetzt hier ein bisschen hin und her, um eben diese Ringe zu sammeln, damit ich hier... Ups, das war jetzt ein bisschen blöd, aber keine große Sache, ich habe genug Ringe. Dass ich jetzt hier durch dieses Tor kann und das aktiviert dann den Emerald, der jetzt hier aus einer Kanone von vor mir geschossen wird und dann runterfällt, und dann kann ich ihn einsammeln. Der nächste funktioniert auf dieser Strecke sehr ähnlich, kommt hier aus dem U-Boot raus, und da kann man den gut einsammeln. Und ja, das waren jetzt die beiden Emeralds für diese Strecke. Jetzt habe ich noch 3 Münzen hier, das ist einmal hier die eine. Hier ist die nächste. Und dann für die letzte muss ich einmal gerade umdrehen, hier wieder hoch. Und dann ist die hier in so einem komischen Seitenraum drin. So, jetzt haben wir allerdings 2 Runden für die Strecke noch übrig, aber ich habe nichts mehr einzusammeln. Das heißt, was ich stattdessen mache, anstelle die Runden normal zu laufen, ist, ich versuche mich hier in diese Ecke reinzudrücken und wackel dann ein bisschen hin und her. Und wenn, mit etwas Glück kann man dann durch die Wand durchklippen und dann kann man sich praktisch... von außerhalb der Strecke kann man, jetzt habe ich versehentlich gesplittet, jetzt hat sich der Timer kurz pausiert, aber keine Grund zur Sorge. ja, Muscle Memory. Ja, man kann sich dann eben von außen, von außerhalb der Strecke die Ziellinie überqueren und dann gerade einmal umdrehen und die Ziellinie gerade nochmal überqueren. Und dann macht man einfach eben diese kleinen Runden neben der Ziellinie und das zählt dann einfach als komplette Runde. So, ich habe jetzt hier die Strecke nochmal zum zweiten Mal gespielt. Der Grund dafür ist, wenn man das erste Rennen mit allen 5 Sonic Tokens beendet, dann kommt man in ein Challenge-Rennen, also praktisch ein Rennen gegen einen freischaltbaren Charakter. Das war jetzt in dem Fall Metal Knuckles. Und da muss man einfach die Strecke so schnell wie möglich beenden und den Charakter schlagen, und dann schaltet man diesen Charakter frei. So, Metal Knuckles habe ich jetzt hier freigeschaltet, den wähle ich jetzt hier aus und den benutze ich für die nächste Strecke. Metal Knuckles benutze ich in diesem Run viel, weil ihr seht hier zu meiner Rechten ist sehr viel Wasser. Und Metal Knuckles ist sehr gut darin, mit dem Wasser umzugehen, weil man kann einfach über das Wasser drüber springen, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren. Und mit anderen Charakteren, die das eben nicht können, müsste man dann eben mühsam um das Wasser herum manövrieren. Ein anderer Grund, das wurde eben auch im Chat angesprochen,
warum Metal Knuckles sehr gut ist. Metal Knuckles kann, ist einer von den Charakteren, die diese Clips in der Ecke des Levels machen können. Oder in bestimmten Ecken jedenfalls. Das können nicht alle Charaktere. In der GameCube-Version und in der PS2-Version kann das Metal Knuckles, Knuckles, Amy und Eggrobo. Wenn ihr jetzt das Spiel kennt und das auch ausprobiert habt und ihr denkt, es geht nur mit Amy, dann habt ihr vermutlich entweder die Saturn- oder die PC-Version gespielt. Da ist das mit dem Clippen deutlich weiter eingeschränkt. Aber auf dem GameCube geht es mit ein paar mehr Charakteren. Was auch wichtig ist zum Clippen ist, man muss eben dieses sonnige Wetter anhaben. Weil das Schneewetter verändert die Kollision von dem 3D-Modell der, des Levels. Und da kommt man dann eben nicht mehr wirklich gut durch die Wände durch. Und das ist dann auch eben der Grund, warum wir hier mit Wasser spielen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sich die Speedruns in den No-Out-of-Bounds-Kategorien anguckt, also wo alles innerhalb des Levels beendet wird, so wie gedacht, da spielt man tatsächlich mit der anderen Wettereinstellung, dass alles zugefroren ist und man eben einfach über das Wasser drüber rennen kann. Aber das ist hier eben keine Option, weil wir eben diese Clips machen müssen. So, aber das waren jetzt schon die ersten zwei Level. Und ging recht schnell. Und wir kommen jetzt hier zu Radical City. So, Radical City läuft jetzt ungefähr genauso ab, aber da gibt es noch einiges zu erklären in dem Spiel, was Bewegungstechniken angeht. Also, was ihr sehr viel seht, ist, dass ich drifte und so. Und was ich auch viel mache, ist, dass ich in so Wände reinrenne und an Wänden entlang renne. Der Grund dafür ist, jedes Mal, wenn ich das mache, ist es dann praktisch ein Setup für einen Drift. Und zwar, wenn man mit viel Schwung in einen Drift reinkommt und dann einen guten Winkel hat, kann man sehr viel extra Geschwindigkeit mit dem Drift aufbauen. Und dann eben Wände kann man dann sehr gut benutzen, um eben in so einen Drift reinzukommen. Und es gibt auch eine Technik, die nennt sich Counter-Drift, also Gegendrift praktisch. Und zwar, es gibt einen linken Drift und einen rechten Drift-Knopf. Und normal, wenn man durch eine Rechtskurve geht, drückt man dann den rechten Knopf. Und wenn man eine linke Kurve geht, den linken Knopf. Allerdings, wenn man in einen Drift reinkommt und dann auf den entgegengesetzten Drift-Knopf drückt, dann hat man, was sich ein Counter-Drift nennt. Und das sieht man daran, dann lehnt sich der Charakter praktisch so zur Seite, obwohl er eigentlich nicht durch eine Kurve geht und bewegt sich so ein bisschen seitlich. Und somit kann man sehr viel Schwung, den man eigentlich nur sonst aus Kurven kriegt, auf geraden Strecken auch beibehalten. Und das sind halt eben die Movement-Strats in dem Spiel. Wir haben jetzt wieder vorne eine Ecke. So diese Clips sind leider sehr glückbedingt. Das heißt, man muss, wenn man eine gute Zeit in dieser Kategorie will, muss man wirklich viel grinden, dass man Glück hat mit allen Clips. Ich probiere es gerade nochmal neu. Manchmal, wenn man den Setup neu macht, geht es besser. Ah ja, da haben wir es. Okay. Das hat jetzt leider ein bisschen länger gedauert. Das hat länger gedauert, ja. Manchmal, ich hatte es auch schon so bei Übungsruns so auf dem Stream, hatte ich schon die Fälle, dass es einmal wirklich 2 Minuten gedauert hat. Das war dann nicht so spaßig. Aber meistens geht es dann doch glücklicherweise in so 10, 20 Sekunden. So, wir haben jetzt hier Tailstall. Keine Angst haben, Tailstall ist langsam. Sieht creepy aus. Ja. Aber keine Sorgen, ich habe keine Sorgen machen. Ich habe das Spiel schon sehr oft gespielt und mir wurde noch nie die Seele von Tailstall gefressen oder sowas. Ich weiß, was auch immer Tailstall in der Creepypasta macht, ich weiß es auch nicht. Ich hab's nie nachgelesen, aber irgendwas scheint da wohl zu machen, dass Leute Angst vor ihm haben. So, und hier sind wir natürlich auch der Auto und wir haben es ja im normalen Rennen schon gesehen an dieser Stelle. Genau. So, wir sind jetzt bei den ersten drei Leveln durch. Die ersten drei Level gehen alle so ungefähr gleich. Jetzt beim vierten Level mache ich aber was anderes. Und zwar, ich gehe jetzt kurz wieder in das Menü rein. In die Wettereinstellungen und ändere das. Ups, das war jetzt falsch. Und ändere das Wetter zu Schnee. Und zwar in dem nächsten Level gibt es nicht so einen Eckenclip, wie ich sie bisher gemacht habe. Und deshalb kann ich mir hier jetzt sehr gut zunutze machen, einfach, dass ich dann einfach über das gefrorene Wasser drüber rennen kann. Was natürlich auch
schneller ist, weil man da dann besser driften kann, als wenn man einfach drüber springt ohne Drift. Das heißt, man kann hier einiges an Zeit sparen, indem man hier zu gefrorenem Wetter staltet. Und ja, hier passiert jetzt nicht mehr so viel. Ich habe jetzt so für die nächste Minute mal kurz Zeit für ein paar Spenden oder sowas, wenn es da was gibt. Ich glaube, Mario ist noch am Essen. Sie hat ihn, oh, alles klar. Na gut. Das hätte ich verstanden. Eine Frage kurz. Mhm. Da stehen jetzt 8 Minuten 2 bzw. 8 Minuten 7 als Ingame-Time für Weltrekord und deine PC. Was entspricht das in Echtzeit? Meine Echtzeit ist 11 Minuten und ich glaube 14 Sekunden, wenn ich mich recht erinnere. Mhm, okay, also ungefähr 3 Minuten draufrechnen. Genau, ja, ziemlich genau 3 sogar. Mhm, okay, ich will so einen kleinen Überblick haben. Jo. Aber hier wird ja in Echtzeit gemessen und in Ingame-Zeit. Also in einem guten Run kann ich unter 12 Minuten haben, wenn ich wirklich viel Glück habe mit allen Clips und so. Aber ja, in einem Marathon, bei einem soliden Run, wenn ich jetzt keine großen Fehler mache, gehe ich so von 12 bis 13 Minuten aus. Ich habe auch gerade meinen Namen gehört, wenn ich noch stören darf. Jetzt wird es wieder ein bisschen eng, weil wir haben gerade jetzt einen Trick wieder neu. Okay, tut mir echt leid. Kein Problem. Das muss auch sein. Ja. Das Spiel ist leider recht eng, da gibt es nicht so viel Freiraum. Genau. Ja, aber hier gibt es jetzt einen weiteren Out of Bounds, und zwar, ich kann hier einen Sprung durch diese Steilkurve machen. Das ist relativ präzise hier, da haben wir es zweiter Versuch. Das ist immer sehr gruselig, wenn man einen guten Run hat und auf PB ist und dann diesen Sprung schaffen muss. Mhm. Aber ja, ich bin froh, wenn ich das auch einen zweiten Versuch habe. Manchmal hat man so so Tage, wo es einfach gar nicht klappt und da verhaut man es dann 10-mal hintereinander. Das ist ein bisschen frustrierend. Dieser Teil hier, warum ich jetzt... jetzt habe ich hier vergessen, den Cutscene-Skip zu machen, ist egal. Dieser Teil, wo ich die kleinen Kreise gedreht habe, ist der Grund, warum ich in diesem Level auf Metal Sonic schalte. Und zwar, Metal Sonic hat einen engeren Wenderadius und da spart man dann etwas Zeit in diesem Out-of-Bounds-Teil. Metal Sonic wird allerdings nicht vorher benutzt, weil er die Eckenclips nicht machen kann. Ah, okay. Konsumonso fragt gerade, ob die Clips das Schwierigste an dem Run sind. Sie sind nicht schwierig per se. Sie sind eigentlich ziemlich einfach. Das Problem ist halt nur, dass man viel Glück braucht, damit sie schnell funktionieren. Ich denke mal, das Schwierigste ist der Clip von eben gewesen, in dem letzten Level, ne? Der ist jetzt auch nicht... Also wenn du dich hinsetzt und probierst, ihn zu machen, kannst du es nach ein paar Versuchen eigentlich oft schon rausfinden, wie du es hinkriegen kannst. Der ist auch nicht super schwer. Das ist halt immer nur so eine Sache. Das ist ein recht spezieller Sprung. Und wenn du dann den Druck hast, einen guten Run sonst zu verlieren, ist es dann sehr einfach, da bei dem Sprung auszurutschen und es dann eben auch zu verhauen. Richtig. Das Schwierigste in dem Spiel ist eigentlich wirklich das Movement gut drauf zu kriegen mit dem Driften und so. Also da hat man wirklich das, was ich jetzt hier sehr viel mache, das ist das eigentlich Kompetitivste in dem Spiel. Also die No-Out-of-Bounds-Kategorien in dem Spiel sind unglaublich optimiert. Und da ist eigentlich das meiste, was an Wettbewerb in diesem Spiel stattfindet, ist in No-Out-of-Bounds. Aber ich zeige halt für Marathons vor allem sehr gerne immer die Out-of-Bounds-Variante von dem Run, weil ich es immer sehr schön finde, so ein paar Glitches zu zeigen und so. Mhm. Lässt sich ja auch ein bisschen was erklären dazu. Ist, glaube ich, auch für beim Zuhören ein bisschen interessanter, als wenn man nur sagt, ja, ich fahre jetzt hier lang oder renne jetzt hier lang. Ja, also da gibt es schon sehr viele Strats von wegen, wie man jetzt das Driften optimiert und so weiter, aber wie gesagt, ich hab's halt gerne mit dem Glitchen immer ein bisschen drin noch dabei. Mhm. Aber wir sind jetzt hier gleich schon am Ende vom Run. Hier im letzten Level gibt es leider keinen Skip, den man machen kann. Es gibt was passieren kann, wenn man viel Glück hat, aber das hatte ich leider nicht. Und hier ist Zeit und 12:53, nicht schlecht. Unter 13 Minuten, das ist dann schon ganz solide. Also nicht, wie gesagt, und in einem wirklich guten Run kann ich unter 12 Minuten kommen, aber ich hatte schon nicht so gutes Glück mit ein paar von den Clips. Und was ich auch eben angesprochen habe, wenn man viel Glück hat in dem letzten Level, kann man an der Startlinie aus der Wand rausklippen und dann kann man die Hälfte von einer Runde skippen. Das spart dann nochmal 15 Sekunden.
Aber wie gesagt, das passiert nur wirklich sehr selten. Aber ja, das war der Run. Jetzt, können wir gerne nochmal die Spenden nachholen, wenn ihr möchtet. Kann ich ganz kurz vorher noch das von Konsumon so beantworten? Ah ja, klar, natürlich. Der Clip mit Amy, das ist der Clip, den wir gesehen haben, der klappt halt nur mit einigen Charakteren, in bestimmten Versionen sogar nur mit Amy. Genau, auf der... Also das ist prinzipiell der Clip, den du jetzt angesprochen hast. Genau, das ist, so wie es mit Amy gemacht wird, geht es auch auf der Version von dem Spiel. Nur ich benutze Amy nicht in diesem Run, weil Amy natürlich ansonsten, da ich noch sehr viel anderes machen muss, außer Clippen in dem Run, ist für alles andere sehr langsam. Aber Amy, wenn man praktisch Any% Out of Bounds macht, wo du nur Clippen musst, ist Amy tatsächlich der schnellste Charakter, weil sie mit dem Boost sehr schnell aus dem Level rauskommt. Und wenn du die PC- oder Saturn-Version spielst, ist Amy in den meisten Fällen tatsächlich die einzige Möglichkeit, Out of Bounds zu kommen. So, aber jetzt können wir Mario mal die Chance geben, irgendwas vorzulesen, glaube ich. Ja. Wir haben 13,37 € von Elstrasso. Mir fallen keine originellen Texte mehr ein, wie ich den Betrag rummache. Deshalb lasse ich es bleiben. Incentive is Runner's Choice. Oh, da muss ich dann... Vielen Dank. Genau, kannst du danach dann einfach mich DM, wenn du was gefunden hast. Genau, mache ich. Das reicht danach. Ansonsten kann ich ja mal ganz kurz ansprechen, oder willst du das machen, Mario? Wofür wir hier sammeln? Wenn die Zeit dafür noch da ist? Ansonsten machen wir das einfach ganz normal in der Zeitpause, würde ich sagen. Oder? Also mir ist es egal. Wir machen es einfach in der Zeit. Oh Gott, ich habe das gerade komplett verplant, dass der Run schon vorbei ist. Ach so. Oh mein Gott. Ja, das Spiel geht leider immer sehr schnell zu Ende. Das ist immer... Ich bin heute ein bisschen verplant. Ist nicht schlimm. Du hast gerade gegessen, da hat man was anderes im Kopf. Ingame war das jetzt auch unter 10 Minuten, ne? Bestimmt. Weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht so, weil das muss ich von Hand dann die Levelzeiten aufaddieren. Ach so, weil das ist ja auf Konsole, da habe ich keinen automatischen Ingame-Timer oder irgendwas. Da muss ich dann wirklich ins Video gucken und aufaddieren. Wie gesagt, meine PB ist jetzt, Realtime ist, ich glaube 11:14 und dann jetzt mit 12:53, das müsste noch unter 10 Minuten sein, ja. Okay, aber auf alle Fälle... Gerade für so einen Marathon, gerade für so ein Event, ein sehr solider, ja, sehr stabiler. Ja, bin ich zufrieden mit, auf jeden Fall. Jo. Gut, dann Mario? Ja? Je nachdem, ob jetzt reden wollt oder erst. Ich würde gleich in der Setup-Pause machen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen in die Setup-Phase. Danke den Inputs, Shoutout ist schon erfolgt und bis gleich. Ciao.